Hallöchen und herzlich willkommen zurück im Nerdzeitalter und bei Occupy Mars. Ja, wir haben jetzt hier in der Zwischenzeit noch mal ein bisschen Zeug gesammelt, ne? Also, ja, gut, ein bisschen Strom gesammelt und festgestellt, dass in der Basis jetzt nicht mehr viel war. Das packen wir jetzt alles wieder ein. Schwingen uns noch mal schön auf den Rover, aber bevor wir das, auf das ATV natürlich, aber bevor wir das tun, müssen wir erstmal unser Wasser austauschen, weil das wird gerade ein bisschen knapp und ich glaube, Hunger, hat er gerade auch gesagt, ist ein bisschen Problem. Also schalten wir das auch noch wieder auf schön und können uns jetzt auf den Weg machen. Wir hatten gesehen, dass wenn wir hier an der Basis vorbeifahren, da hinten am Horizont noch was steht und das gucken wir uns jetzt an. Ich hoffe, das ist jetzt mal wieder was Neues und nicht irgendwie schon wieder das dritte Mal irgendwie diese drei Survival-Module neben einer Kuppel. Das fände ich langsam ein bisschen, naja. Strom 82%, wir werden es damit auf jeden Fall noch nach Hause zurückschaffen, kein Thema. Und natürlich immer noch so ein bisschen, während wir hier rumfahren, den Horizont ein bisschen abscannen. Ob wir nicht noch irgendwas finden. Aber im Moment ist hier erstmal relativ still. Bist du da hinten Stein oder bist du... Das ist ein Stein, okay. Das sah gerade irgendwie für einen Moment so ein bisschen aus wie ein Gebäude. Hat mich gerade ein wenig irritiert. So, und da ist nochmal, ja, das sieht aus wie eine verlassene Basis. Mit zwei Containern, ich glaube, die dürfen begehbar sein. Wow, 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 Spiel, alles gut, alles gut. Ruhig, Brauner. So, und dann schauen wir mal, was hier noch drin rumfliegt. Rein können wir hier, glaube ich, mal wieder nicht. Wir drücken mal Z und da liegt auf jeden Fall schon etwas, was eventuell ein Tablet sein könnte. Nein, es ist ein Fresspaket. Auch hier ist wieder nichts drin. Ich scrap die Dinge immer gleich, einfach damit ich, wenn ich hier nochmal reinkomme, nicht in Verlegenheit gerade das nochmal zu öffnen. Container. Ein bisschen Schräubchen, okay. Ein Erste-Hilfe-Paket. Und da oben liegt noch was. Da hinten ist unser ATV und da vorne sind noch aus irgendwelchen Gründen werden da die Schraubdeckel gehighlightet. So, was haben wir oben? Da ist noch ein lecker Fressi. Das sieht mir nach noch einem Fressi aus. Yep. Das ich wieder nicht krieg, weil ich erst die Kiste platt machen muss. So, wenn wir hier mal kurz alle aufmachen. Leer. Wahrscheinlich alles leer, weil der Z-Scanner hat ja schon gezeigt, dass hier nichts passiert. Ja, ich nehme die jetzt mit, weil das sind einfach schöne Quellen für Aluplatten. Und das ist noch einer. Und das Tool kann eigentlich auch gleich weg. So, haben wir hier noch was Spannendes? Nee, ne, hier ist auch wieder nur ein Tisch. Nö, da ist hier schon wieder Feierabend. Schade eigentlich. Dann hier nochmal die Kiste klein machen. Ja, und der Rest. Weiß ich jetzt nicht, ob ich das jetzt irgendwie alles zerlegen muss. Hier vielleicht noch, die Dinger sind ganz praktisch. Kriegen wir dann nochmal ein paar Small Engines raus, die nehme ich gerne mit. Keine Ahnung, was das hier ist. Naja, gibt auf jeden Fall irgendwie nochmal ein bisschen Kleinkram. Aber ansonsten sieht es hier wieder relativ fertig aus. Ja, ich könnte jetzt noch die Kisten da zerlegen, aber... halt. Mal absteigen, dann sehen wir vielleicht auch noch was auf der Karte. Darunter, schaffen wir das noch derzeit? Und vor allem die Frage ist dann auch wieder zurück. Wird langsam ein bisschen eng. Also ich weiß nicht, das ist jetzt nochmal relativ viel Distanz. Hier links runter am Land lang. Wir probieren es.
Das hatte ich gesagt, hier im Hügel lang, ne? Genau. Naja, 14, 13 Uhr. Könnte ein bisschen eng werden, tatsächlich. Strom sollte uns auf jeden Fall noch reichen dafür. Das schaffen wir. Dass ich aber auch sagen muss, irgendwie, ich habe so immer das Gefühl, die Dinge auf der Karte sehen weiter weg aus, als sie es eigentlich sind. Strom ist noch da und da vorne kommt das Gebäude. Ich muss ein bisschen mit meinem Fahrspiel aufpassen. Ich bin schon wieder sehr schnell und der Boden ist ein wenig uneben. Aber ja, hier ist nochmal eine relativ große Basis. Ich meine, im schlimmsten Fall, wenn alle Stricke reißen, wir könnten jetzt natürlich noch schnell eine Survival-Kapsel aufstellen. Da noch ein bisschen Strom dran packen und vielleicht machen wir das sogar. Mal gucken, haben wir die Teile dafür, müssen wir haben, hoffe ich. Also erstmal eine Solarzelle. Peng. Dann eine Survival-Kapsel. Blueprints. Living, da ist sie. Kriegt man sie hin? Da kriegt man sie hin. Mist, es mangelt an Aluplatten. Kriegen wir die hier noch irgendwo raus, schnell? Fünf Stück hat man, glaube ich, gebraucht, ne? Das ist jetzt schon nicht wenig. Wir haben 16 Uhr, das heißt, wir haben nur noch 2 Stunden, in denen wir das Ding noch ein bisschen Sonne tanken kann. Schauen wir mal, wie viel wir jetzt noch reinkriegen. Eine fehlt noch, okay. Da vorne ist nochmal so ein Ding, da kriegen wir die letzte raus. Wenn wir hier wenigstens noch genug Strom dann kriegen, dass das Ding sich irgendwie noch 2 cm auflädt, wäre das gut. Das hat funktioniert. Also Deckel auf. Strom dran und schauen wir mal, wo ist hier der Anschluss. Da ist der Anschluss. So, dann kann das Ding jetzt hier noch ein bisschen laden. Wir haben noch ein wenig Zeit hier zu untersuchen. Okay, verhungern werden wir schon mal nicht, das ist gut. Wir werden definitiv nicht verhungern. Auf jeden Fall schönes Lager. Also hier können wir im Zweifelsfall, wenn wir die Kisten hier alle mal durchscrappen, kriegen wir wahrscheinlich auch ein bisschen was raus. Die Schränke dürfen uns auch noch ein bisschen Zeug geben. Wir gucken mal, was hier drin ist. Mal wieder nichts, okay. Na komm, zerleg den. Das ist definitiv so eine Aktion für zwischen den Folgenmarkt, dass der hier mal guckt, was hier noch geht. Der ist auch schon wieder fertig. Na komm, mach das Teil weg. So, weiter im Programm. Da liegt ein Tablet, glaube ich. Ja, da liegt... Nee, das ist ein Electronics, okay. Schade. Also natürlich gut, aber schade, dass es kein Tablet ist natürlich. Hier haben wir auch nicht wirklich viel. Das Modul kann ich auch nicht zersägen. Schade. Schon wieder. Und dann war es das hier an der Stelle leider auch schon wieder. Das heißt eigentlich...
Hätte ich mir das ja vielleicht auch mit dem Survival-Ding sparen können. Weil ich denke, wir würden es noch schaffen, wieder zurückzukommen. Wir laufen trotzdem nochmal drum rum. Ja, hier gäbe es noch das Übliche. Ja gut, dann ganz ehrlich, dann können wir das hier auch lassen. Wir holen uns die Materialien wieder zurück auf Tasche. Und das hier mit, irgendwo fliegt jetzt wahrscheinlich das Kabel rum. Oder auch nicht, okay. Nochmal ganz kurz auf die Karte schauen. Wo müssen wir dann lang? Wir müssen nach Nordwesten. Nicht die Motorhaube aufmachen. Na gut, Motorhaube ist gut. Also, wir fahren nach Nordwesten, also ziemlich genau in die Richtung. Da sollten wir dann jetzt gleich wieder zu unserer Basis zurückkommen. Natürlich gut möglich, dass wir jetzt noch ein Stück durch die Nacht fahren. Aber es müsste reichen. Wir haben noch genug Hunger. Wir haben noch, wir sind noch satt genug, so rum. Wir haben noch genug Wasser. Sauerstoffwarnung habe ich jetzt gerade auch keine gesehen. Hat auch noch erst, glaube ich, eine relativ frische Flasche noch eingebaut. Also insofern auch alles gut. Ein bisschen am Horizont schauen, vielleicht taucht da noch irgendwas auf. Aber im Moment sehe ich eigentlich nur sehr viel Stein. Da vorne ist ein Gebäude. Waren wir da schon? Ist das das Gebäude, diese Garage, in der wir waren, oder ist das was anderes? Das ist die Garage, bei der wir waren. Das sieht man spätestens jetzt ja offensichtlich, einfach weil da hinten noch die verreckten Geodomes sind. Stein, Vorsicht. Oh. Ihr schaltet mal Licht an, ne? Und 63% Strom haben wir noch auf dem Akku, das hält. Ich bin mir uneins. Ich habe das Gefühl, wir haben jetzt eigentlich unterm Strich wieder mehr Baumaterial in der Tasche als, na gut, wobei. Hätten wahrscheinlich mehr, wenn wir das andere Survival-Ding hätten stehen, wieder abgerissen. Hier waren wir jetzt, glaube ich, auch ziemlich komplett drin, oder? Aber hier gäbe es auch noch einige Dinge, die wir zerlegen und mitnehmen können. Wir brauchen den besseren Grinder, ganz klar. Wow. Wow. Uiuiui. Und das war ein bisschen knapp. Ich bin gerade ein bisschen zu sehr am Fliegen mit dem Ding. Das stört mich etwas. Überraschenderweise. Und so, wir fahren vielleicht mal hier die flache Ebene runter. Insbesondere, weil das Spiel auch gerade wieder ein bisschen krass abhängt. Alter. Also irgendwie das Level-Streaming oder Topologie-Streaming oder was auch immer, das ist, da würde ich mich noch über ein bisschen Optimierung freuen. Oh. Naja. Läuft. Wir können, wie gesagt, auch ganz gut Rover fliegen. Das geht. So, das müsste entweder unsere Basis sein. Zwei Gebäude. Das sieht sehr nach unserer Basis aus, oder? Oh.
Nee, das ist nicht unsere Basis, die andere. Okay. Das ist aber nicht schlimm. Weil zumindest weiß ich jetzt wieder, wo ich bin. Grob. Ja, in einer Stunde geht uns die Temperatur flöten, das ist bekannt. Dass sie mit der Vollstoff durch die Gegend fetzen, ist auch so ein bisschen kritisch, ne? Da, da vorne ist unsere Kapsel, die wir wohl nochmal besetzen dürfen. Weil für ein Schlagquartier reicht es noch nicht. Aber zumindest sind wir wieder zurück zu Hause, das ist schon mal sehr gut. Ja, ja, du darfst dich ja gleich hinlegen. Jetzt wird es auch noch kalt, fühlenü. Na gut, wir haben genug Health Kits gefunden. Das ist jetzt nicht so das Problem. So, wir parken hier neben, schön neben unserer Zapfsäule. Licht bitte, F war das. Von wegen, wir haben keine Taschenlampe. Wir haben eine Taschenlampe, ich habe sie nur nicht gefunden. So. Rein damit und apropos rein damit, wir bewegen uns an allerwertesten mal in die Sicherheit der Kapsel. So, und dann können wir direkt mal sagen, guten Tag. Einmal Fresspaket bitte. Oh, viel, viel mehr hätten wir auch nicht mehr finden dürfen, guck mal. Das ist ja schon wieder komplett voll. So, okay. Das wäre gelungen. Gucken wir gerade die Sauerstoffflasche. Naja, das ist noch ganz okay eigentlich. Wasserstoff sieht dünner aus. Da müssen wir dann nächstes Mal ran. Was? Na gut, dann halt nicht. Aber wir gehen jetzt natürlich erstmal in die verdiente Nachtruhe. Keine Ahnung, bis 3 Uhr. Und dann nochmal bis 8. Mal gucken, ob das klappt oder aber dann wieder jammern. Fühnenü, du schläfst zu lange. Superpower. 50%. Ja, Sprit vom Anzug ist auch nicht mehr so prall, ich weiß. Wir schlafen trotzdem nochmal bis 8 Uhr weiter. Das geht auch, Spiel lässt uns, sehr schön. So, und dann können wir jetzt mal schauen, wir haben ja was gefunden. Und zack, noch ein Punkt. Ohne was dafür zu tun, kriege ich die einfach mehr Zeit? Oder liegt es daran, dass die Kartoffeln halt im Hintergrund weiter wachsen? So, unseren unseren jetzt irgendwie erstmal ein bisschen gefahrenen Rover, der dürfte jetzt noch nicht voll sein, ne? Das würde mich sehr wundern. Ne, 56%. Benutzen wir jetzt natürlich erstmal nicht. Wir nehmen jetzt wieder die Lumpi-Schüssel, die uns hier rüberbringen wird. Aber aus Lumpi-Schüssel, was werden wir tun müssen? Wir brauchen noch weitere Solarzellen. Ich denke, wir werden viel mehr Strom produzieren müssen. Tatsächlich würde ich überlegen, hier noch eine zweite Stromfarm hier neben aufzubauen, die dann an dem Seitengebäude anschließt. Na okay, unser CO2-Schrubber bastelt auch langsam wieder ein bisschen Sauerstoff zusammen, das ist ja schön. Und wir schauen jetzt mal, wir haben ja wieder Sachen gefunden. Können wir hier in der Mechanics Workbench schon was reißen? Customer Station, ich mach's einfach mal an, ne? Warum nicht? Available point for technological advancement. So, Blowtorch. Hatten wir die nicht gefunden oder haben wir nur die Blowtorch 2 gefunden? Ich dachte, wir hätten. Nee, es war nicht Blowtorch. Das war nicht Blowtorch, was wir gefunden haben, sondern. Ich glaube, wir hatten den. Müssen wir mal hier rein. Schauen wir mal, wir hatten. Oh, More Efficient Panels ist schön. Aber dafür fehlt unser Blueprint. Protection from Cold wäre interessant, aber warum geht's nicht? Weil wir Solar Panel 3 noch nicht machen können. Das ist noch anscheinend nicht fertiggestellt. Das ist natürlich ein bisschen schade. Die Customization können wir aus irgendwelchen Gründen nicht machen. Achso, weil wir die Electricity Workbench nicht aufgebaut haben. In der Botanei würde ich sagen, machen wir mal den Food Processor. Und vielleicht noch das Small Plant Crate. Dann können wir nämlich aus Pflanzen umtopfen, wenn das nötig wird. So, und hier müssen wir, glaube ich, langsam die Workbench aufstellen. Und dann kommen wir wieder zu unserem Stromproblem. Ach ja, ist ja schön. Wir haben hier noch einen Punkt. Das heißt, hier können wir jetzt sagen, wir gehen auf die Living Capsule.
Materials, technology access level increased. Available point for technological advancement. Equalizing pressure. Ja, falsche Richtung. Weil dann könnten wir jetzt endlich einen Lebensraum, also einen Wohnraum aufbauen. Und den würde ich tatsächlich... Ich glaube hier hinten, nee, besser hier, weil ich will gar nicht so weit aufs Feld raus. Also, Blueprints. Living Room, Bathroom können wir jetzt auch machen. Ach, wie schön. Stimmt ja, dann können wir uns jetzt hier auch schön unser... Ihr wisst schon was, ne? So, warum kann ich den nicht anmontieren? Weil ich keine Teile habe. Weil ich keinen Platz habe. Oder, ach, da war irgendwas. Du brauchst da irgendwie ein Adapterstück für. Und das haben wir wahrscheinlich noch nicht. Muss ich gleich nochmal kurz in den Tech Tree reingucken. Ach, das ist doof. Das hätte ich jetzt gern gemacht. Aber ich will das Ding jetzt auch nicht ganz disjunkt irgendwie einfach hinstellen. Warte mal. Wir schauen nochmal. Was sagen hier unsere Pflanzen? 84% gewachsen, okay. Das ist ganz cool. Ich will nochmal in den Tech Tree rein. ATV Rocket Engine. Was? Was? Dem ATV, wir haben gerade gesehen, wie gut das fährt. Noch eine Rocket Engine zu verpassen, ist halt auch echt. Ich weiß ja nicht. Grinder. Den können wir noch nicht machen. Wo war denn die Verbesserung vom Bohrer noch mit drin? Detector, Night Vision, Grinder. Materials war, glaube ich, der Bohrer, oder? Kann das sein? Das wäre jetzt natürlich super schlau, wenn wir. Nee, Basic Materials Workshop. Pumpe. Science Bench. Crusher. Nee, das ist ja alles nicht das, was ich gesucht habe. Der Bohrer bei Electricity wäre ein bisschen dämlich. Da ist er auch nicht. Und Jackhammer. Und wir können ihn sogar noch machen. Sehr gut, das heißt, wir können hier hingehen. Und können sagen, guten Tag, die Herren. Bitte verbessert unseren lustigen Bohrer. Das dauert jetzt natürlich wieder eine halbe Ewigkeit, bis der soweit ist. Was machen wir jetzt in der Zwischenzeit? Ich würde sagen, wir gucken mal ganz kurz hier auf Halde. Wie schaut es denn aus? Wir haben 34 Stahlplatten. Wir haben 9 Solarzellen. Das reicht uns wieder für nichts. Da müssen wir allein noch eine ganze Menge bauen. So, wie lang brauchen wir hier noch? Meine Fresse, dauert das sinnlos lange. Muss ich ja ganz oft sagen, so Wartebalkenmechaniken, wo du einfach nur nichts tust, wo nichts passiert, außer dass du irgendwie einen Wartebalken hoch zählst in dem Spiel, finde ich schwierig. Weil, wofür? So, aber jetzt lass uns mal Gedanken darüber machen. Wir wollen hier Sachen aufstellen. Ich würde sagen, was hier auf jeden Fall hinkommt, ist erstmal ein wunderschöner Transformer. Den stellen, also Transformator natürlich. Den stellen wir schön flach hin. Hier so nebendran, hätte ich jetzt mal gesagt. Und zwar... Ja, so können wir schon machen. Es gibt ein kurzes Kabel. So, vor denen kommt natürlich jetzt wieder eine Batterie. Die sollten wir ein bisschen zur Seite stellen, einfach weil wir die wieder upgraden müssen. Zum Upgrade Battery Pack. Und so, bis wie weit könnten wir denn ausbauen? 1, 2, 3, 4. Ich hätte mal gesagt, wir packen sie mal dahin, ne? Kann noch ein Stück tiefer und wir drehen so um, dass sie hier ist. Okay, das ging überraschend schnell. Auch das hat gut funktioniert. So, vor das Batteriepack kommt, ihr könnt es euch denken, nochmal ein Transformator. Tech Tree, Inventory, Blueprints, ja, guten Tag daher, ich bin verwirrt, das bin ich gern und oft.
Wir machen hier nochmal einen Transformer hin. Der kommt wieder eins runter und dreht sich da ein. Und zwar so rum, bitte. Wo klemmt's? Es klemmt an Glasplatten. Okay, das kriegen wir hoffentlich hin. Wir hätten doch mehr von den Solarzellen zerlegen sollen, glaube ich. So, Glasplatte, wie viel wollte ich? Ich baue einfach mal zwei. Glaubt mir wahnsinnig, oder? Ich glaube, noch irgendeine Platine wollte haben, aber ich weiß gerade nicht genau welche. Das werden wir gleich rausfinden. Haben müssten wir es auf jeden Fall. Dankenswert haben wir doch einige gefunden. So, und dann können wir hier schon mal bestromen. Ich habe so die Befürchtung, uns werden gleich die Stromkabel ausgehen. Aber das ist dann ein Zukunfts-Markus-Problem. Ja, 79, das wird nicht mehr lang halten. Wir können froh sein, wenn wir es noch schaffen, das hier miteinander zu verknüpfen und vielleicht noch eine Solarzelle dran zu kleben. Ja, mit der Solarzelle könnte schon sehr knapp werden. So, warum ich hier in der Mitte immer nochmal die Dinger zusammensetze, einfach nur gesetzt im Fall, dass ich auf die Idee komme, nochmal irgendwie zu überarbeiten, nochmal zu erweitern, dann hätte ich ganz gerne die Möglichkeit, hier nochmal ein bisschen, ja, mal ein bisschen was anzubauen. Ich würde sagen, die Solarzellen lassen wir jetzt so ein bisschen die Richtung hier weggucken. Auch damit sie uns nicht mit anderen Sachen irgendwie im Weg sind. Blueprint, Medium Solarpanel und dann kommt eins hier hin. Eins kommt hier hin. Eins kommt hier hin. Und eins kommt hier hin. So, es scheitert an Solarzellen. Small Engines, Electronics brauchen wir auch 9. Wie viel haben wir denn davon noch? Small Engines haben wir 11. Electronics haben wir 11. Okay, also wir werden auf gar keinen Fall alle Solarzellen fertig kriegen. Das können wir jetzt direkt vergessen. Wir können froh sein, wenn wir jetzt noch die fehlenden 6 Solarzellen gebaut kriegen. Aber wir haben genug Silizium noch, hoffe ich. Schauen wir mal. Also, Solarzellen, 6 Stück bitte. Okay, mehr als 15 schaffen wir. 14 schaffen wir noch. Das heißt, es reicht auf gar keinen Fall für eine weitere, für ein weiteres Panel. Ich denke, es wird tatsächlich drauf rauslaufen, dass zwischen den Folgen Markus sich hinsetzen wird und Dinge tut. Aber immerhin. Wir haben wenigstens eine fertig bekommen. Wir halten uns hier mal ganz kurz fest, dass auch der Anzug wieder voll ist. Da hat er auch ein bisschen gelitten. So, dann ist der voll. Stecker hier dran. Hier nehme ich mal den zweiten. So, damit kommt hier schon mal Strom rein. Der gibt 100% Output auf die 1. Das sind gerade 36 kW, das ist jetzt nicht unbedingt die Welt. Und von diesen 31 kW, ja, machst du mal erstmal 20 darüber. Den Rest pumpst du dir bitte erstmal in deine wunderschöne Leitung. Schaffen wir noch ein Upgrade? Schaffen wir vielleicht noch ein Akku-Upgrade dahin? Acht Aluplatten. Könnte funktionieren. 5 Stück brauchen wir noch. Wie viel? 4 Electronics. Wie viel haben wir da noch? Electronics haben wir noch 2. Das heißt, da müssen wir 2 bauen. 2 Electronics. Und was hatte ich gerade gesagt? Noch 5 Aluplatten. Pressure.
So, zwei Electronics. Und fünf Aluplatten. Okay, da haben wir schon das Problem, es reichen nur für zwei Aluplatten. Schäbig. Hä? Warum kann ich... Achso, weil ich Alu, weil ich Dinge nicht auf höhere Stacks als 10 stapeln kann. Verstehe. So, haben wir irgendwo noch Platten drin? Was sind hier hinten? Haben wir da noch irgendwas einstecken? Da ist... Sind noch Platinen drin? Sonst aber nichts. Okay, uns fehlen noch drei Aluplatten, die wir nicht mehr bauen können. Das ist schäbig. So, kriegen wir die jetzt noch irgendwo schnell und billig her? Vielleicht da hinten. Wir gucken mal. Ob hier irgendwo noch ein Alusteinchen ist. Ja, ich weiß, wir überziehen jetzt wahrscheinlich mal zwei, drei Minütchen, aber das ist in Ordnung. Ich würde es halt gerne noch fertig kriegen, wegen des Battery Upgrade. Natürlich auch super, dass jetzt hier der Rover wieder einer der schnellsten ist. Abgesehen davon, es gibt uns auch gleich mal die Möglichkeit, mit unserem neuen geilen Bohrer auszuprobieren. Okay, das ist Eisen. Das ist Eisen. Eisen ist eigentlich nicht das, was ich suche. Deswegen möchte ich mich damit jetzt auch in der Sekunde nicht aufhalten. Ach, hier sind ja auch noch zwei, hätte ich gar nicht so weit fahren müssen. Hätte ich auch laufen können. Du bist Alu, perfekt. Und du bist noch mehr Alu. Sehr gut. Okay, dann schauen wir mal. Wow. So, jetzt haben wir natürlich wieder den losen Musikhänger. Das ist auch so ein ganz merkwürdiger Bug. Ja, das ist ein anderes Erz, okay. Stufenbröckchen. Oh, auch Alu. Sehr gut. Na, dann soll es wenigstens mal nicht im Alu scheitern. So. Zack, kommt das noch weg. Das kommt, wird eingetütet. Das wird zerlegt. Na komm. Den weg. Den weg. Und dann packen wir noch den ganzen Rest da ein. Was hier noch? Da ist noch ein Steinchen. So, der muss auch noch. Das ist noch Rohformat sozusagen. Müssen wir uns erst irgendwie das Verwertbare rausmeißeln. Na komm. Mein Freund, die Hitbox. Okay, das hätten wir schon mal. Was war das hier nochmal gewesen? Es war auch Alu, aber das will ich jetzt nicht mehr anfassen. Wir haben jetzt 89. Das reicht zumindest mal für 8 Platten. Dass wir wenigstens die Batterie noch fertig kriegen. Das würde ich gerne diese Aufnahme noch schaffen. Ich muss sagen, irgendwie doch die... Die Grafik ist schon schön und gut. Jetzt hier klar, die Felsen da vorne sind vielleicht nicht das edelste Beispiel, aber so gerade so, wenn du ein bisschen auf Distanz guckst, die Landschaft hat schon sehr viel für sich. Gefällt mir gut.
Das mit dieser Meteoritenabwehr müssen wir uns das auch mal anschauen. So, aber erstmal, was hat man gesagt, was fehlt noch? 3 Aluplatten und 4 Elektronik. So, lass mal schauen, wie viel Elektronik haben wir. 4 Elektronik haben wir. Das heißt, es sind eigentlich nur die 3 Aluplatten, okay. Guten Tag. Inventar. Da kriegst du wieder ein bisschen Feuer rein. Und dann gibt's nochmal. Naja, mach halt irgendwie. Mach halt alles. So. Okay. Damit haben wir auf jeden Fall jetzt auch noch ein bisschen mehr Batteriekapazität geschaffen. Das ist ganz hübsch. Damit haben wir hier nochmal 20 kW extra an der Basis. Vorausgesetzt, wir stellen das auch ein, dass sie die bekommt. Im Moment frisst sie nämlich gerade alles. Das ist nur 50%. Das ist vielleicht ein bisschen dünn. Und dann könnten wir eigentlich überlegen, dass wir noch einen CO2-Scrubber oder so aufstellen. Aber ich würde sagen, das ist ein Problem für... Ich speichere hier jetzt auf jeden Fall wieder. Für den Zukunfts-Markus. Der Gegenheiz-Markus hat eigentlich nur noch eine einzige offene Aufgabe und natürlich ist das, sich wie immer bei euch zu bedanken fürs Dabeisein, fürs Zuschauen, für die tollen Kommentare und insofern freue ich mich sehr auf nächstes Mal. Bis dann. Ciao.